So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit der achten Folge zu Arcade Game TV. Und diesmal mit Plants vs. Zombies. Und das fangen wir jetzt einfach gleich mal an. Von PopCap wird's produziert oder wurde es entwickelt? Und viele kennen es wahrscheinlich auch von iPad, iPhone und allgemein von mobilen Geräten. Drücken wir mal A zum Starten. Jetzt werde ich noch schnell die Festplatte aus. So, man kann hier jetzt Abenteuer auswählen, dass man die. Das ist sozusagen die Karriere. Dann kann man hier zu noch mehr Spielarten gehen. Da kann man Duelle machen, also Koop. Dann hier auch nochmal Koop, dass man zu Duell heißt, dass einer Zombies spielt und einer Pflanzen setzen muss. Und da geht es darum, dass beide Pflanzen setzen. Minispiele kann man, wie man hier sieht, verschiedenstes machen. Nussbowling ist zum Beispiel, das weiß ich jetzt gar nicht, was es ist, aber da bei Spielautomat weiß man nicht, was kommt genau. Und ich habe jetzt noch nicht so viele, also da gehen wir mal zu noch mehr Spielarten und ach, ich zeige euch jetzt einfach mal schnell Abenteuer. So, also anfangs hat man nicht alle Bahnen und jetzt kann ich hier auswählen, was ich nehmen will. Also hier zum Beispiel, die sind nur nachts aktiv. Also es gibt ja auch Nachtlevel, die kann man nur nachts verwenden und ich nehme jetzt hier erstmal die normale Erbsenkanone, dann die halt, die mache ich weg zuerst, die Sonnenblume, dann die Erbsenkanone, dann die Walnuss ist manchmal nicht schlecht, da fressen die sich dann fest. Dann nehme ich noch den diese hier, die schießt doppelt so viel. So, was haben wir denn noch? Seerosenblätter sind auch nicht so schlecht, weil dann kann ich auch Pflanzen ins Wasser setzen. Die Jalapeno brauche ich die. Ach ja, ich nehme die jetzt einfach mal. Und den Dreifachen. Und jetzt fange ich, gehe ich aufs Spiel starten. Und ja, also man sieht ja immer, wie viel Sonne man braucht. Und momentan habe ich 50. Also ich kann eine Sonnenblume setzen. Und die ganzen Sonnen, die werden entweder kommen hier runtergefallen oder die Sonnenblumen, die können auch welche setzen. Oder die geben auch nach einer bestimmten Zeit immer Sonne, jeweilige Sonnen ab. Und jetzt schaue ich, dass ich hier, wo die herkommen, schon mal, da ist schon einer. Da setze ich dann hier eine Erbsenkanone. So, jetzt kann ich hier noch eine setzen. Setze ich mal hier schnell ein Seerosenblatt. Jetzt muss ich warten, bis ich 100 habe. So, und pro Sonne kriegt man, die man einsammelt, 25. Und rechts unten sieht man, ich bin im Level 3-8. Und man sieht gerade, wie weit die Wellen fortgeschritten sind. Oder bei den roten Punkten kommt immer eine große Welle dann. So, jetzt kann ich hier nochmal in die Sonne setzen. Das könnte ich da trotzdem schon hinsetzen. So, jetzt setze ich da so eine hin. So, und nach jedem Setzen von so einer Pflanze muss man warten, bis es sich neu auflädt. Also sieht man, wie jetzt das vom Schwarz das weggeht und nach oben und sich wieder auflädt. So, jetzt kommen hier ziemlich viele Sonnen gerade und jetzt versuche ich mal dann sowas zu setzen. Ich weiß aber nicht, ob ich genug bekomme, bevor die hier kommen. Sonne könnte ich doch setzen. Die macht dann zwei auf einmal. Das ist immer mal nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier noch eine Sonnenblume, die setzen wir einfach mal hier. Das ist nie schlecht. So.
Oh, da oben ist ja gar keine. Setzen wir dich mal daher und setzen dir noch eine Walnuss daher. So. Die hätten wir bald alle. Setzen wir hier noch eine Seerose mit einer Erbsenkanone. So, das hatten wir jetzt gesehen. Ich kann nur auf die Rosenblätter. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, da geht nichts. So, und jetzt habe ich wieder ziemlich viel gekriegt. Schaffe ich die 325? Eine Walnuss hinsetzen, sonst würde das nicht gehen. Ah, jetzt habe ich sie. Setze ich die hier hin und jetzt macht die in drei Richtungen gleichzeitig. Hui, ui, 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 ui. Was macht denn der da jetzt? B, mit B kann ich da. Okay, jetzt ist der auch weg. Hui, das war jetzt aber knapp. Und man sieht hier hinten die Rasenmäher. Also die Rasenmäher. Oh, da ist Geld. Fürs Geld kann man sich neue Gadgets kaufen und sowas. Und die Rasenmäher, die sind hinten so noch der letzte Ausweg. Also wenn die sich wirklich komplett durchgefressen haben, dann fahren die Rasenmäher nach vorne und töten alle in der Reihe. Aber dann sind die auch weg. Wenn sie dann nochmal durchkommen, dann hat man Probleme. Weil dann kommen sie ins Haus und dann hat man die Runde verloren. So, jetzt gehe ich mal dahin. Oh, da ist noch keiner. Mist. So. Um alles abzudecken, muss ich hier noch eine hinsetzen. Dafür brauche ich jetzt aber noch. Was war denn das jetzt? So, der. Oh, uiuiui. Ja, toll, okay, da kann ich nichts dran machen. Soweit ich weiß. So, jetzt hat er den nochmal überfahren. Jetzt kann ich aber jetzt wirklich da mal was hinsetzen. So, jetzt mache ich die mal weg hier und setze da mal eine. So, eine hin. Dann noch schnell noch das Seerosenblatt. Oh, das gibt's doch nicht. Komm, 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 mach den noch fertig. Oh, Glück gehabt. Oh, wo ist denn der schon wieder? Ja, oh meine Fresse. Jetzt habe ich da gar keine. Jetzt muss ich da ein paar Seerosenblätter setzen. Sonst kommen mir die da wieder noch. Da ist er. Schau. Jetzt kann er nicht nur über das eine Seerosenblatt drüber springen. Jetzt mache ich den hier fest. Dass er sich da fest frisst. Ah ja, oh Mann, der springt ja drüber. Oh, oh Glück gehabt. Da haben wir echt. Oh, wo ist denn der schon wieder? Nein! Nein, 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 oh nein. Scheiße, jetzt kommt der da durch. Ah, verdammt, verloren. Ah, das war jetzt wirklich blöd. Ja, Zombies haben dein Gehirn. Ja, jetzt mal hier erneut versuchen. Also das war jetzt wirklich blöd. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Das aber. Die Chili braucht weniger. Das ist der Vorteil an der Sache. So. So, jetzt muss ich mir wirklich mal eine Basis bringen hier. So, jetzt haben wir jetzt schon mal zwei Sonnenblumen. So, zweites hier, Rosenblatt. Machen wir es mal so. Das
dass du dich da erstmal voll frisst. Also ich bin hier schon etwas weiter als am Anfang. Ich weiß nicht genau, wie weit ich so in Prozent bin, aber es dürfte jetzt etwas so Hälfte, schätze ich, bin ich. Und es wird schon zunehmend schwerer, vor allem wenn die Nachtlevel kommen und dann auch noch mit Wasser und ja. So. Schon wieder Geld gekriegt. Ich weiß allerdings nicht, ob das von vorhin zählt. So, so. Erzähler. Dahin. Jetzt haben wir noch eine Sonnenblume. So, auf die setze ich jetzt nur solche. Ach ja, und mit dem linken Stick kann man ja, kann man steuern. Und mit der Schultertasten kann man hier zwischen denen durchschalten. So, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich hier schon mal einen. Das ist noch gar nicht so schlecht. So, so, so. So, ich versuche jetzt hier eine Dreifach-Erbsenkanone hinzusetzen. Damit ich dann drei. Jetzt alle. So, jetzt kommt da noch eine hin. Jetzt muss ich die hier schnell wegmachen. Einfach ein bisschen Ordnung drin haben. Jetzt kommt die Riesenwelle. Jetzt muss ich mir allerdings... ja doch, das wäre nicht schlecht, wenn ich hier noch... Ja, habe ich mir doch gedacht. So, jetzt kann er sich da erstmal festfressen. Das war jetzt knapp. Oh, jetzt kommt da noch eine oder was? Ich glaub's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Komm, mach den jetzt. Ah ja, genau. Oh, geschafft. Das war die letzte Chance jetzt. Jetzt muss ich da aber wieder mal ein bisschen was hinmachen. So, das, das. Also am schwierigsten sind die im Wasser. Das kann ich euch schon mal sagen. Da ist eine Münze. Okay, da fällt noch einiges. Okay, der ist im Arsch.
Nein! Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Komm schon, 25. So, erstmal wieder ein Seerosenblatt hier hin. Jetzt muss ich mich ein bisschen vorbereiten auf die große Welle, die noch kommt. So, jetzt hier noch. Da noch. Ah ja, jetzt kommen da auch noch welche aus dem Ding raus, aus der... Okay, die sterben eh alle daran, weil ich so viele da habe. Jetzt könnte ich, wo könnte ich noch eine hinsetzen? Hier ist nicht schlecht vielleicht. So. Ha, so. Das Level wäre jetzt geschafft. Und nach immer wenn das Level zu Ende ist, kriegt man so eine Belohnung, so eine neue Karte, wo man dann ausspielen kann. Zum Beispiel hier die Hochwalnuss. Massive Mauer, die nicht übersprungen werden kann, also von so Springern und Delfinen. Die können nicht da drüber, die müssen sich erst durchfressen. So, okay, jetzt geht natürlich gleich das nächste Level los. Aber ich gehe... Ah ja, hier genau im Laden kann ich das euch noch zeigen. Für das verschiedene Geld kann ich mir jetzt hier noch solche Sachen kaufen, wie da sieht man oben links immer die Erklärung und wenn ich hier... Okay, ich habe nicht so viele Sachen jetzt gerade im Laden. Jetzt gehe ich mal auf zurück und... Ja. Dann wähle ich das einfach mal schnell aus, dass ich ins Menü komme. So. So, und jetzt gehe ich auf Spiel verlassen. Ja. So. Jetzt kann man hier noch auf besten Listen gehen. Da werden halt, ja. Gibt es da noch mehr? Okay. Also ich kann jetzt gerade nichts auswählen, wie gedacht. Hier kann man noch Erfolge gucken. Soweit ich weiß. Ja, die Erfolge hier sind wie immer 200 Erfolge bei Arcade Games. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal bei den Kanälen vorbeischauen und abonnieren. Bis zur nächsten Woche und immer schön weiterzocken.